Hallo, willkommen zu den Clipcharts. Auch heute habe ich wieder eine riesige Ladung Clips für Sie im Gepäck. Wenn man eine perfekte Bikini-Figur hat, dann ist das ja schon was Feines. Die kann man dann ja auch gerne mal bei einer kleinen Geburtstagseinlage zur Schau stellen. Da freuen sich die Gäste und das Geburtstagskind natürlich auch. Eine Sache ist jedoch trotzdem von exorbitanter Bedeutung. Man sollte sich nie auf seiner Schönheit ausruhen und andere Dinge vernachlässigen. Wie zum Beispiel die Choreografie. Wenn man das nicht beherzt, dann passiert genau so etwas. Bad Leg. Deshalb sei ihm verziehen, dass er sich mal kurz aufs Ohr legt. Jeder braucht schließlich seine Ruhepause. Das Mädchen in meiner nächsten Neuvorstellung hat ihren Flug noch vor sich. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger macht sie ihn allerdings ungewollt. Ja, das kommt davon, wenn einfach Eltern mal übermütig werden und eine Wasserschlacht anfangen. Da ist man als Kind einfach vor gar nichts mehr sicher und bleibt ganz schnell auf der Strecke. Hier ist ihre Startnummer 20. Wenn man keine Lust mehr auf betrunkene Partygäste hat, dann muss man eben manchmal zu etwas rabiateren Methoden greifen. Aber man sollte wenigstens so fair sein und dem ungeliebten Gast noch seine Klamotten mitgeben. Das Fenster ist aber nicht nur ein optimales Mittel, um Leute loszuwerden. Es ist natürlich auch sehr geeignet zum Flüchten. Zum Beispiel, wenn einem der große Bruder mit seinen Tanzeinlagen einfach zu peinlich wird. Der junge Mann in meinem nächsten Clip hat genau dieses Problem. Er will auf gar keinen Fall mit seinem Bruder in Zusammenhang gebracht werden. Das ist eine tolle neue technische Errungenschaft. Der Fußballfan-Transrapid. Wenn man wegen schlechter sportlicher Leistungen mal eben den Verein wechseln will, kann man ganz praktisch zum Beispiel von der Südkurve zur Nordkurve wechseln. Super! In der Startnummer 14 sehen wir ein besonders cleveres Baby. Wenn es keine Lust auf Essen hat, dann tut es einfach so, als würde es den Brei schlucken. Und in einer unbeobachteten Minute, wenn Mama zum Fernseher schaut, dann wird der gute alte Kumpel Hansi akquiriert. Und der kümmert sich dann einfach um den Rest. Das nochmal wahre Männerfreundschaft. Da stehen die Werte noch in der richtigen Reihenfolge. Erst wird die Bierversorgung gesichert und danach kann man ja mal schauen, ob dem Freund eventuell was passiert sein könnte. So ist es richtig, Männer. Die beiden Herren in unserem nächsten Clip haben wohl immer noch nicht begriffen, wozu es Airbags gibt. Da kann ich nur hoffen, dass die Behandlung seiner Kniearthrose von der Krankenkasse gezahlt wird. Ich frage mich, warum die Menschen das nicht in ihren Kopf reinkriegen. Siegessicherheit und lässiges Winken im Ziel ist strengstens untersagt. Wer das nicht hören will, muss eben fühlen. Ähnlich geht's dem Mann in unserem Werbeclip des Tages. Trotz langer und intensiver Erziehungsversuche seiner Frau kann er seine Leidenschaft für Autos einfach nicht verbergen. Aber die amerikanische Ford-Stadtfrau ist ja auch nicht blöd. Ihr Motto, jeder wird so behandelt, wie er es verdient hat. Armer Ehemann. Bei Kindern ist es doch das Gleiche. Wenn man ihnen etwas vorenthält, zum Beispiel Süßigkeiten, dann wollen sie die doch erst recht haben. Das bestätigt auch das Baby in unserer Startnummer 10. Da kann die Mama noch so oft Nein sagen. Wenn da ein spannendes Gerät liegt, wird das Baby sein Ziel trotzdem strikt verfolgen. Da müssen schon andere Methoden angewandt werden. Aber bitte nicht festketten. Wenn dieses Mädchen so viel Spaß am Hämmern hat, wird es wahrscheinlich irgendwann der glücklichste Handwerker der Welt. Oder es kauft sich irgendwann einen lustigen Presslufthammer und hat die unglücklichsten Eltern der Welt. Oder das Kind entdeckt als Erwachsener ganz neue Möglichkeiten der Unterhaltung. Zum Beispiel, was man mit einem einfachen Karton noch so alles anstellen kann. Werfen wir also mal einen Blick in die Zukunft des Kleinen. Manchmal gibt es eben Momente im Leben, da entscheidet man sich kurzfristig nochmal um. Das kommt meistens dann aus dem Bauch heraus und oft hat man eben dann leider keine Zeit mehr, das mit den anderen noch abzusprechen. Da kann ich das Pferd schon verstehen. So, jetzt kommen wir zu den 5 Clips, die von Ihnen die meisten Stimmen erhalten haben. Auf unserer Homepage kabel1.de konnten Sie nämlich wieder darüber abstimmen, wer es ganz nach oben schaffen soll oder wer in die Suppe kommt. Also für mich sieht das aus wie ein klarer Fall von Kannibalismus. Und der Mann sieht ja nicht mal traurig darüber aus. Bei unserem Platz 5 wird keiner gefressen. Nur die Liebe zu Filmen, die ist bei diesem Kind wohl gegessen. Und das zu Recht. Wer so eine Begegnung mit der Kamera hat, der überlegt das nächste Mal ganz genau, ob er überhaupt noch Lust auf Dreharbeiten hat. Hier ist Platz 5. Unglaublich. Bei dem Mann würde ich gerne mal einen alten Schulaufsatz über sein schönstes Ferienerlebnis lesen. Da gibt es bestimmt jede Menge zu erzählen. Wenn Sie zufällig noch eine Musik zu Ihren Ferienerlebnissen brauchen, dann bestellen Sie sich doch einfach den Song Love Generation als Klingelton für Ihr Handy. Schicken Sie einfach eine SMS mit Love an die 41500.
Auf der Videotextseite 383 oder auf kabel1.de gibt's alle weiteren Infos dazu. Und jetzt haben Sie Gelegenheit, noch eine Runde zu angeln oder zu paddeln oder Leute nass zu machen oder eben alles auf einmal. Bleiben Sie aber auf jeden Fall ganz in der Nähe, denn gleich gibt's hier unsere drei Top-Clips des Tages. Bis gleich! Willkommen zurück bei den Clipcharts. Wir sind schon fast an der Spitze angekommen. Es gibt ja nichts Nervigeres als Wasser in den Beinen. Gerade im Sommer sind ja sehr viele Menschen davon betroffen. Aber zum Glück gibt es da ja Apotheken und die haben jede Menge Mittelchen zum Entwässern. Was aber ein Kamel macht, wenn es einen Wasserstau hat, das sehen Sie jetzt. Hier ist Platz 3. Tja, ich würde mal sagen, da war der Kameramann so fasziniert von seinem Motiv, dass er mal eben auf dem Schlauch stand. Das Sprichwort, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, trifft ziemlich genau auf unsere heutige Nummer 1 zu. Nur, dass hier nicht der liebe Gott straft, sondern jemand anders. Viel Spaß, tschüss!